Ja gut, dann mal rein da. Zwei Skelette. Das klingt jetzt irgendwie nicht bedrohlich, aber das Schlachtfeld ist recht groß. Eventuell kommt da ja nochmal was. Also geh du mal dahinter. Du gehst da an die Seite. Und du kannst genau da raufschießen. Sehr schön. Ja. Du stellst dich mal dahin. Und mit etwas Glück können wir den jetzt umbringen, bevor Verstärkung kommt. So, du wartest ab. Du haust drauf. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier liegt die noch recht frische Leiche eines jungen Wanderers, der offensichtlich von den Zombies im Schlaf überrascht wurde. Wollt ihr die Leiche untersuchen, Borons Segen für den Toten erbitten, euch abwenden und gehen? Eigentlich würde ich gerne eins und zwei gleichzeitig machen. Erstmal gucken, ob irgendwas an seinen Wunden vielleicht darauf hinweist, dass er von etwas Besonderem angegriffen wurde. Also nicht nur Zombies, sondern vielleicht auch ein Dämon oder irgendwas anderes. Und danach halt Borons Segen erbitten. Weil ich denke, wenn wir jetzt den Segen erbitten, dürfen wir ihn nicht mehr anrühren. Und das ist zwar sehr gottgefällig, aber nicht sehr praktisch. Wir untersuchen mal die Leiche. Der Wanderer hat noch folgende Gegenstände bei sich. Decke, Wasserschlauch, Dolch. Nein. Können wir jetzt den Boronsegen erbitten? Ihr könnt nichts entdecken, was für euch von Interesse wäre. Nein, können wir nicht mehr. Ja, genau das meinte ich. Das ist ein wenig schade. Aber na gut. Das war's also hier. Bleibt noch der lange Gang da unten, wo Talana und Myrim damals diese schleimige Spur gefunden haben, die sie nicht weiterverfolgen wollten. Die müsste hier gleich kommen. Ja, Gwendolyn bleibt plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie kann die Füße nicht mehr vom Boden heben, denn hier eine klebrige Flüssigkeit zu bedecken scheint. Gwendolyn zählt vergeblich, kommt aber nicht los. Ah doch, jetzt geht's. Hat sich nur ein bisschen wehgetan. Ha. Also wenn hier keine Geheimwand ist, dann weiß ich auch nicht. Genau, da können wir durch, aber nur wenn wir rückwärts gehen. Hier kommt also wieder keine Meldung, wenn ich nach vorne drücke. Was ist da? Da können wir auch durch. Der große Raum ist von beißendem Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten an einem Tisch werkeln sehen. Aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits hin lösen sich 5 undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raumes und greifen euch an. Okay. Da hinten ist der Magier. Dann haben wir 4 Zombies und eine Mumie. Das heißt, es ist Zeit, die schweren Geschütze auszupacken. Kampf, Fulmen, auf dich. Du hast die Tirik-Axt. Kümmerst dich also um den Magier. Und Tirik mit den Silberstreitkolben, um besser gegen die Untoten zu kämpfen. Gerugon macht Platz. So. Okay. Und du schießt auf den Magier. Leider fehlt ein Bewegungspunkt zum Zaubern. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber wenigstens ein Treffer, wenn auch kein ordentlicher. So, du machst Kampf Ignifaxius mit, sagen wir mal, 4. Hat nicht gereicht. Au, 17 Trefferpunkte auf Myrim. Direkt gehst mal ein wenig darum. Ja, 13 Trefferpunkte ist ordentlich. Gleich nochmal, komm schon. Ja, schade. So, du... Ja, was machst du? Du zauberst nochmal. Kampf Fulmen. Da. So, du zaubern. Kampf Ignifaxius. Diesmal nur 3, weil er ja eigentlich schon angeschlagen sein müsste. Genau. Und du gehst hinter den. So, jetzt hast du aber genug Bewegungspunkte. Also machst du Blitzdefend.
So, du machst ein wenig Platz. Sehr schön. Jetzt machst du noch einen Fulminictus. Dann schauen wir mal, wie C der Magier ist. Bisher hat er schon so 20 Schadenspunkte bekommen. So, du läufst mal dahin. Du haust wieder den. Paschanterek. Ah, schade. Talana. Ja, bewegt sich langsam in Richtung Magier, hat aber leider nur 5 Bewegungspunkte. Trotz Gulmondblatt. Ja, und ich hätte mit Mürrem zaubern sollen. Das könnte uns noch zu stehen kommen. Aber ich hoffe einmal, dass der Blitz dich für lang genug hält. So, und du gehst mal da hinten rum. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller zu dem Magier hin. Aber wenn der sich jetzt umdreht und nochmal einen Fulminictus schmeißt auf Mürrem, könnte sie das in den negativen Bereich bringen. Ah, sehr schön. So. Dafür darfst du jetzt auch auf den einprügeln nächste Runde. Und du stellst dich mal dahin. Schießt auf den. Und dann gucken wir gleich mal, was der Alchemist so Schönes gebraut hat. Ob wir davon irgendwas gebrauchen können. Und mir trifft Tirik. Ja, gleich mal nach Krankheiten gucken. Und lange dürfte sie sich auch nicht mehr halten. Du wartest ab. Du stellst dich in den Weg. Und schießt. Genau. So. Noch ein Totenkopfgürtel. Schöne Sache. 12 Abenteuerpunkte. Und da haben wir eine Truhe. Ein Alchemie-Set, Körperkraft-Elixier, Heiltrank, Klugheit-Elixier, Rezept für Expurgicum. Das hatten wir aus Versehen mal aufgeschrieben und weggeschmissen. Das nehmen wir nochmal mit. Und das Hylana-Feuer auch. Klugheits-Elixier, Körperkraft-Elixier. Ich benutze diese Tränke eigentlich recht selten, aber die sind ein wenig was wert. Deswegen schmeißen wir dafür mal was anderes weg. Haben wir irgendwo... Wintermantel. Nee, noch nicht. Noch ist es kalt. Hat Tirik vielleicht irgendwas Unnötiges? Also ja, sie haben alle was Unnötiges, aber irgendwas, was wir auch wegschmeißen können. Rezept für sehr starker Zaubertrank. Nein, garantiert nicht. Mürrem, du vielleicht? Gegengift, nein. Proviantpakete, Harfe, nein. Gerugon? Das Preios-Amulett. Das Kurzschwert ist magisch und man kann damit leichter angreifen. Aber der einzige, der Schwertetalent hat, ist Gerugon. Ne, das verkaufe ich lieber. Das Brecheisen können wir mal wegwerfen. Ja. Klugheitselixier. Versucht Talan zu bekommen. Was kannst du dabei weggeben? Eine Glasflasche, das klingt doch gut. So, den Rest lassen wir da. Oh, noch eine Truhe. Das ist problematisch. Machen wir das mal anders. Sie kriegt ihre Kopfbedeckung wieder. Du kriegst die Kopfbedeckung wieder. Und wir suchen mal nach leeren Flaschen. Nein. So, was haben wir hier drin? Rezept für Vomicom haben wir schon. Rezept für starken Zaubertrank haben wir auch schon. Rezept für Kraftelixier, weiß ich nicht. Die Wunderkur hätte ich ganz gern und das Gegengift. Dafür schmeißt du mal ein Arax-Gift weg. Ja, die hätten wir eh verkaufen sollen. So, Vomicom, Kraftelixier. Gucke ich nochmal nach. Rezept für Expo gekommen, okay. Lobpreisung. Kraftelixier haben wir, okay. Vomicom haben wir auch. Gut. Kraftelixier, Vomicom haben wir alles. Es sieht aus, als würden an diesem Tisch alchemistische Experimente vorbereitet. Da stupsen wir jetzt nichts um. Haben wir hier oben noch was? Noch mehr Experimente? Keine Geheimtüren? Nee.
Wären wir jetzt damit schon durch, in Anführungszeichen. Also es war recht chaotisch. Wir haben die Beschwörung oben angehalten. Wir haben die gotteslästerliche Statue zerstört, wurden geblendet, haben dadurch den Ausgang frei bekommen. Und wir haben hier unten den Alchemisten getötet. Das müsste eigentlich alles hier unten gewesen sein. Die richtige Reihenfolge wäre wahrscheinlich gewesen, wir kommen hier rein, gehen erstmal unten rum, töten hier den Alchemisten, finden dann den Weg nach oben, unterbrechen dann die Beschwörung, indem wir gegen die Magier und die Mumien kämpfen, zerstören dann die Statue und können dann raus. Das wäre, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Und der Sphärenriss, von dem der Gefangene gesprochen hat, das war halt diese Beschwörung, die im Gange war, wo diese dämonischen Augen rausgeguckt haben. Das wäre natürlich aber auch ganz schick gewesen, hätten wir da reinspringen können, wie man das in anderen Rollenspielen so kann. Also Baldur's Gate kommt da so in den Sinn, der zweite Teil. So, das ist jetzt der reguläre Ausgang. Auch nochmal kurz gucken, wir haben... Da unten konnten wir irgendwo runterfallen. Und da kommen wir gerade her. Da war der Aufzug. Was war das Grüne da? Das gucke ich nochmal ganz kurz. Oder war das die Fallgrube? Ich will jetzt nicht nochmal im Kreis laufen müssen. Nee, komm. Die Herberge ist für uns abgeschlossen. Wir haben jede Menge Rezepte gefunden. Die Totenkopfgürtel. Und den Silberstreitkolben. Mhm. Also können wir soweit ganz zufrieden sein. Raus hier und auf nach Otterche. In Otterche suchen wir uns erstmal die Herberge und schlafen für eine Woche. Also erstmal gut essen oder weniger gut. Und dann für 7 Tage schlafen. Vorher wird noch kurz meditiert. Meditieren. 10. So. Und dann sind wir gleich ausgeruht genug, um nach Runen zu fahren oder Runens Hafen, um da den Gerüchten über die Drachen nachzugehen. Vielleicht sollten wir aber vorher noch ein wenig unser Inventar ausmisten. Das sah ja doch recht übel aus. Aber ich glaube, hier in Otterche wird es keinen Kräuterhändler geben. Müssen wir gleich mal gucken. Also ich will primär die ganzen Gifte verkaufen. 3 Händler. Krämer. Ah, ist genau, es war Krämer, Waffenhändler. Richtig. Richtig. Der Pavi-Fahrer. Wir könnten das Kurzschwert verkaufen. Aber das bringt fast gar nichts, glaube ich. So, was war hier mit? Der rote Schlüssel. Der kann auch weg. Gegenstand wegwerfen. Ja. Mutelixier können wir auch verkaufen. Die ganzen Gifte könnten wir verkaufen. Wir haben diese Prios-Amulette. Die waren nicht magisch. Waren also wahrscheinlich auch für den Dungeon, wo wir sie gefunden haben. Die könnten wir mal versuchen, beim Gemischtwarenhändler zu verkaufen. Vielleicht sind die aus Gold und gut was wert. So. Gerald Deonson. Ah, mögen euch die Götter gute Geschäfte gewähren und vielen Dank auch das Beste für euch. Verkaufen, Gwendolyn, geht nicht. Verkaufen, Mürm. Hat nix. Terik. Ah, 8 Dukaten, ja, besser als nix. So, und das zweite Amulett hat bestimmt Gwendolyn, die es nicht verkaufen kann. Ah, nee, hier. So, das Amulett nicht. Und das Alchemie-Set können wir auch verkaufen. Denn momentan betreiben wir noch keine Alchemie. Und wenn wir damit irgendwann anfangen sollten, können wir uns aber ein neues holen. So, 40% Gwendolyn. Schöne Sache. Sind wir wieder bei fast 400 Dukaten. Und gucken mal, ob es von hier aus nach Runens Hafen gibt. Ankommende Schiffe erfragen. In den nächsten Tagen kommt ein Schiff nach Bremen. Bremen klingt doch gut. So ein großer Hafen, da fährt bestimmt auch ein Schiff nach Runenshafen.
Das heißt, wenn er sagt, in den nächsten Tagen, sollten wir mal 2 Tage schlafen. So. Schlafen, jupp. Und erstmal kurz abspeichern. Wir wollten nicht spenden. Tut mir leid, wir wollten speichern. LP 78 und wir sehen uns gleich wieder.